weggeschmuggelt. Den sollten wir lieber nicht streichen, oder? Ja, genau. Er ist immer so aggressiv oder nur, weil ich jetzt das Teil in der Hand habe? Das kann auch an dem Teil liegen. Ja? Komm. Ich glaube, hier ist das Ding nicht ganz gut. Der ist lieb, ne? Ja. Hi. Oh, der ist sehr lieb. So andere Tiere mag er nicht, aber Menschen. Alles gut, alles gut. Alles gut. Woher kommt der? Wurde abgegeben, weil sich auch die Leute nicht mehr um ihn kümmern konnten. Das ist so oft die gleiche Geschichte, ne? Genau. Also hauptsächlich geben das die Leute ab oder beziehungsweise 50-50. Es werden welche gefunden und 50% abgegeben, kann man das so sagen? Ja. Tatsächlich ist auch sehr viel Beschlagnahmung hier. Dass die Tiere aus schlechter Haltung kommen und vom Veterinäramt von der Stadt beschlagnahmt werden. Aha. Oh, guck mal, der gibt mir viel Punkte. Schön. Wie heißt der? Aaron. Aaron. Aaron, hi. Wie geht's dir? Wie lange ist der schon bei euch? Also für unsere Verhältnisse noch nicht so lange. Ungefähr jetzt 4 Monate. In welchem Zustand war der? Er war also sehr, sehr dick, muss ich sagen, am Anfang. Er hat schon gut abgenommen, aber ansonsten sah er sehr gut gepflegt aus. Also die Leute haben sich wirklich gut drum gekümmert. Wie oft kommen Besucher zu euch, um Hunde abzuholen? Und was würde jetzt zum Beispiel so ein Aaron kosten? Also Spaziergänge sind eigentlich jeden Tag herzlich willkommen, außer montags und donnerstags, da haben wir Ruhetag. Das heißt, man kann kommen mit diesem Hund spielen, mit dem spazieren gehen. Genau, spazieren gehen. Eigenes Futter mitbringen für den. Genau, sowas zum Beispiel. Genau, adoptieren passiert jetzt nicht jeden Tag. Bei Hunden ist das schon echt schwierig. Also vor allen Dingen, wenn das solche großen Hunde sind, die meisten Menschen wollen halt kleine Hunde haben und nicht solche größeren Hunde. Vor allen Dingen nicht solche Hunde, die dann auch noch irgendwie ein Problem mitbringen. Zum Beispiel, dass sie dann schon mal gebissen haben oder irgendwie total ängstlich sind. Oder so wie der Schäferhund Oscar, dass er zum Beispiel nie irgendwas gelernt hat und den ganzen Tag immer nur im Kreis rennt und auch starke Schmerzen hinten hat, weil er eine Hüftdysplasie hat. Das schreckt halt dann schon ganz, ganz viele Leute immer ab. Genau. Bei uns ist er, ein Hund ist immer geimpft und auch immer gechippt, auch immer entwurmt und entfloht. Und wenn ein Hund auch noch kastriert ist, dann wären es 280 Euro für alles. Ist ja sehr lieb, ne? Ja. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Hat er vorhin gemacht aus dem Käfig. Mhm.
Sie arbeiten schon lange hier? Ja. Also festangestellt bin ich jetzt schon nach der Ausbildung seit 3 Jahren. Woher haben Sie diesen Hund bekommen? Sid und Manny, das sind Brüder. Sie wurden freiwillig abgegeben, da die Frau 7 Stück von denen hatte und sehr überfordert war mit so vielen großen Hunden. Kann man den streichen, oder? Ja, er ist ganz, ganz lieb. Ja. Sid, ne? Genau. Ja, der ist ja wirklich ganz, ganz lieb. Ja, wir gehen jetzt nicht rein, weil sonst sind wir ja total eingesaugt, schätze ich mal, ne? Genau, ich kann ihn sonst auch nach vorne herholen. Genau, sie sind auch beide erst an 2 Jahre alt. Wie lange ist er bei euch? Er ist jetzt ungefähr 5-6 Monate bei uns. 5-6 Monate. Hat sich schon mal jemand für ihn interessiert, der ihn adoptieren wollte? Leider noch nicht. Auch wenn er noch so lieb ist, liegt das wirklich wieder an seiner Größe und an seiner... Also er hat ja eine Knochenschiefhaltung, was man deutlich sehen kann an der Seite, dass seine Beine nicht gerade sind. Da bekommt er auch jeden Tag Schmerzmittel von. Stimmt, und das ist auch ein Grund, warum auch viele Leute immer abschrecken. Hat er das schon seit Geburt an? Ja. Er hat auch Schwierigkeiten, sich hinzusetzen, ne? Genau, weil es ihm alles wehtut. Trotz der Schmerzmittel kommt damit sehr, sehr gut wieder klar. Vorher ohne Schmerzmittel war es noch schlimmer, da ging gar nichts mehr. Aber jetzt kann er zumindest wieder gut laufen, er kann sich hinsetzen und er kann sich besser bewegen. Ein Schiss am Anfang. Aha. Das war ganz schön behaart, ne? Obwohl das Brüder sind. Genau. Er ist, viel dickeres Fell, ne? Er ist so eine langhaarige Variante und das ist eher so eine Kurzhaar-Variante. Hat er auch Knochenschiefhaltung etwas? Nein. Bei ihm ist bis jetzt nichts bekannt. Kann wahrscheinlich auch nicht so schnell laufen, ne? Genau. Er darf auch nicht so lange laufen, um seine Knochen zu schonen. Wieso hält man die nicht zusammen? Da sie sich mal sehr, sehr stark gebissen haben. Also die haben das ernst gemeint? Genau. Also da war auch Blut im Spiel und seitdem haben wir sie getrennt. Aha. Genau, das ist Hugo. Hugo ist auch ein ganz, ganz lieber Kerl, möchte auch ständig Aufmerksamkeit und hat richtig Spaß am Leben. Er ist auch erst ungefähr 4-5 Jahre alt, ursprünglich kam er als Fundhund hier an, wurde irgendwo angebunden und dann haben ihn Leute eingefangen und hierher gebracht. Wie meinen Sie das, er wurde irgendwo angebunden? Also Leute haben ihn gefunden, wo er irgendwo angebunden war. Meistens ist es am Laternenpfahl oder Zaun oder ja, im Busch, an der Bank. Hallo Hugo. Lassen Sie mich raten, der wurde wahrscheinlich abgegeben, weil er jemanden gebissen hat. Er wurde beschlagnahmt. Aha. Weil, also er hat. Bis jetzt hat er noch jemanden gebissen, weil er das sehr, sehr gut vorwarnen kann. Also er bellt sehr und knurrt auch sehr und fixiert auch einen richtig und wird dann sehr, sehr schnell steif. Also den sollte man lieber nicht streichen. Genau. Also er beißt sich dann auch schon fest. Also wenn er irgendwo reinbeißt, dann hält er das auch fest.
Genau, ursprünglich wurde er beschlagnahmt, weil der Mann ein Hundehalteverbot hatte und trotzdem sich einen Hund angeschafft hat. Ah, ey, dieser Mann hatte schon ein Hundehalteverbot? Genau. Sowas gibt's also auch, ne? Genau, also sowas ist ziemlich selten. Also hier sind eigentlich ziemlich viele Hunde, die so beschlagnahmt werden. So, Eddie ist auch ein Hund darunter. Kann man den streichen? Ja, Eddie ist ein Lieber. Hallo, Eddie. Genau, Eddie ist zu Menschen ganz freundlich. Andere Tiere sind nur nicht so sein Ding. Genau, Eddie wurde freiwillig abgegeben. Weil er mit einem anderen Hund gekämpft hatte und die Besitzer des anderen Hunden waren halt nicht sehr erfreut darüber. Weil er sich nicht gut mit anderen Hunden versteht, ne? Genau. Okay. Wie heißt der? Woher so. Kommt der? Das ist Brownie. Brownie wurde auch ursprünglich gefunden, ist auch ein ganz lieber alter Herr, ein Senior, wurde von der Stadt Lohne zu uns hergebracht, weil er einfach draußen auf der Straße rumlief. Und auch hier hat sich kein Besitzer gemeldet, der ihn irgendwie vermisst. Aber er hat sich bei uns wirklich sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang war er ziemlich dünn und hatte ein bisschen Fellfete überall. Aber das ist sehr gut nachgewachsen. Und er hat auch sehr gut zugenommen. Der mag es, gestreichelt zu werden, ne? Genau, besonders hinten am Rücken und am Popo. Ja? Das findet er richtig gut. Na, er ist so eine richtige Schmusebacke. Was hat er in seinen Augen? Er sieht einfach nicht mehr so gut. Das liegt einfach aufgrund seines Alters. Ja. Wenn man ihm, also wir haben mal versucht, mit ihm Augensalbe reinzugeben, aber irgendwann mochte er das dann nicht mehr. Ja. Und dann wurde er auch ein bisschen böse. Okay. Der hat ganz schön Kraft, ne? Ja. Diese Senioren. Oh. Die Bollerköpfe. So, das ist Rina. Oh, nicht anfassen. Ah. Sie, Rina kann zubeißen. Ja. Ja. Okay. Sie ist, also sie tut so freundlich, aber sie kann dann zubeißen. Pokerface. Ja. Genau, also Rina und Poldi kamen zusammen zu uns her. Da sind die Besitzer verstorben und die haben sie dann noch bei uns abgegeben. Genau, Poldi ist ein Kangal-Mix und Rina ist einfach ein Herdenschutzhund. Beide sind sehr, also sehr territorial. Sie verteidigen auch gut ihr Revier und beschützen das auch. Genau, wir würden, also zusammen vermitteln wäre natürlich schön, weil sich die beiden kennen und auch sehr lieben. Ja. Aber es ist sehr, sehr schwierig, dass jemand zwei solche großen, komplizierten Hunderassen, sage ich mal, nimmt. Besonders bei Rina ist die Fellpflege auch sehr speziell. Bürsten kann man sie nicht so richtig, das mag sie auch nicht so gerne. Deswegen müsste sie dann einmal im Jahr zum Hundefriseur hin und dass man die ganze Wolle einfach mal abschneiden müsste, abrasieren müsste. Lassen Sie mich raten, der wurde wahrscheinlich abgegeben, weil er jemanden gebissen hat. Er wurde beschlagnahmt. Aha. Weil, also er hat noch niemanden, bis jetzt hat er noch niemanden gebissen, weil er das sehr, sehr gut vorwarnen kann. Also er bellt sehr und knurrt auch sehr und fixiert auch einen richtig und wird dann sehr, sehr schnell steif. Also den sollte man lieber nicht streichen. Genau. Also er beißt sich dann auch schon fest. Also wenn er irgendwo reinbeißt, dann hält er das auch fest. Genau, ursprünglich wurde er beschlagnahmt, weil der Mann ein Hundehalteverbot hatte und trotzdem sich einen Hund angeschafft hat. Ah, ey, dieser Mann hatte schon ein Hundehalteverbot. Genau. So was gibt's also auch, ne?
Genau, also sowas ist hier nicht selten. Also hier sind eigentlich ziemlich viele Hunde, die so beschlagnahmt werden. So, Eddie ist auch ein Hund darunter. Kann man den streichen? Ja, Eddie ist ein Lieber. Hallo Eddie. Genau, Eddie ist zu Menschen ganz freundlich. Andere Tiere sind nur nicht so sein Ding. Auch Eddie wurde freiwillig abgegeben, weil er sich einen anderen Hund, weil er mit einem anderen Hund gekämpft hatte und die Besitzer des anderen Hunden waren halt nicht sehr erfreut darüber. Weil er sich nicht gut mit anderen Hunden versteht, ne? Genau. Okay. Der war vorhin draußen. Genau, das ist Macho. Macho? Macho. Hallo Macho. Ja, Macho lieb, ja? Ja, Macho ist auch ganz lieb. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Ja, Macho, komm. Von der Kamera. Komm, ich mach mich mal klein. Komm mal her. Genau, Macho ist erst ungefähr 2 Jahre alt. Der Besitzer hat ihn abgegeben zur Pension ursprünglich hier, aber hat sich dann leider nie wieder gemeldet und damit sind wir dem Beschluss gekommen, dass der Besitzer den Hund auch nicht mehr wiederhaben möchte. Andere Hunde findet er überhaupt nicht cool, auch generell Tiere nicht. Er ist den ganzen Tag sehr unter Stress hier, weil er die anderen Hunde alle hört natürlich und auch wittert. Und das macht ihn ganz nervös und irre. Also das ist gar nicht seine Umgebung. So, ne? Genau, also eigentlich müsste er in einem Zuhause, wo keine anderen Tiere sind, wo er Menschen hat, die ihn lieben und wo er einfach stressfrei liegen kann und sich entspannen kann. Genau, das ist Oscar. Oscar lebte auch bei einem älteren Herrn. Er hat nie was gelernt, also er ist quasi wie ein Welpe in ausgewachsen. Er muss noch alles lernen. Streichen, ja? Er mit Vorsicht zu genießen. Also er hat auch schon ein, zweimal geschnappt. Genau, also er hat nie was kennengelernt und deswegen rennt er den ganzen Tag immer um Kreis und weiß einfach nicht, was er anfangen soll. Komm, komm, ich helf dir den zu. Ihr habt ja auch solche Tiere hier, ne? Genau. Und wie ist das? Wurden die alle gefunden? Teilweise. Also manche wurden gefunden, da haben wir extra welche eingefangen und manche kommen aus schlechter Haltung, die wir dann auch dort abgeholt haben. Wurden beschlagnahmt. Genau. Und was, wenn jetzt ein Bauer ist, der 5000 Hühner hat und schlechte Haltung, würde die alle beschlagnahmen? Also wir versuchen alle einzufangen, damit sie einfach ein schöneres Leben genießen können. Hier haben sie erstmal vorübergehend ein schönes Leben, hier können sie frei rumlaufen, die haben hier ständig Essen. Aber natürlich wäre ein für immer zu Hause natürlich das Optimale und das Beste für die Hühner oder für die Hähne. Okay, ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Gerne. Für den Rundgang. Ich danke auch Ihnen vielmals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Bitte meldet euch. Ich blende die Kontaktdaten ein. Sie können noch mal sagen, wenn Sie das auswendig kennen, Telefonnummer und sowas von hier. Ja, sonst der Tierschutzhof in Dickel ist immer von Montag bis Sonntag täglich erreichbar, von 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 05445761, eine ganz kleine Nummer, ganz schnell zu erreichen. Ansonsten auch gerne per E-Mail, da gucken wir auch täglich drauf, um unsere Kontaktdaten weiterzugeben oder Fragen zu beantworten. Da sind wir für alles offen. Dankeschön. Gerne. Ich danke auch vielmals. Thank you.